Einen wunderschönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie heute hier am Golfplatz des Golfclubs Reichsstadt Bad Windsheim begrüßen. Wir befinden uns am Rande unseres Golfclubs zwischen dem Grün 12 und dem Abschlag der Bahn 13. Wir haben hier eine Biodiversitätsmaßnahme entwickelt und unser Manfred Heinl zeichnet sich dafür verantwortlich. Aufgrund seiner fast 40-jährigen Berufstätigkeit als Förster in unserer fränkischen Umgebung. Ich bin stolz, dass der Golfclub sich hier definitiv an dem Natur und dem Entwickeln eines Projektes beteiligt und nicht nur das Golfspiel im Vordergrund stellt, sondern auch die Natur extrem fördert. Ich bin der Manfred Heinl, ich bin hier im Golfclub als Schriftführer tätig und gleichzeitig in der Arbeitsgemeinschaft Golf und Natur habe ich den Vorsitz übernommen. Aufgrund meiner beruflichen Vorkenntnisse war ich dafür prädestiniert und ich mache das gerne, vor allen Dingen, weil ich schon über 40 Jahre hier in der Gegend beruflich tätig bin. Ich kenne den Lebensraum hier, ich kenne die Natur. Wir haben hier 70 Hektar Fläche auf dem Golfplatz. 40 Hektar davon werden als Spielfläche gebraucht. Das heißt, über 30 Hektar sind für die Natur zur Verfügung. Und die wollen wir gestalten miteinander. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Einen Teil haben wir begonnen, hier der Totholzhaufen. Und da wurden wir auch unterstützt durch eine Fördermaßnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die uns diese Schautafel entsprechend gestaltet bzw. auch finanziert haben. Totholz ist ein Lebensraum erster Klasse. Man sagt zweifellos, das Holz ist tot, aber Leben in allen Etagen. Oben, unten, mittig, für Kleinsäuger, für Spinnen, Käfer, für die Raubtiere, sprich Beutegreifer, für die Mäuse, Lebensraum und für die Vögel. Zersetzung des Holzes erzeugt Pilze und Kleinlebewesen. Und das liegt einfach in der Natur der Dinge und wird viel zu wenig beachtet. Und darauf wollen wir Aufmerksamkeit lenken. Natur ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich will das gerne an die Jugend weitergeben und es ist auch mein Auftrag, hier die Menschen letztendlich von dieser Idee zu überzeugen. Die Ressource insgesamt ist sehr knapp. Das gilt sowohl für Wasser als auch für die Erde insgesamt. Und darauf müssen wir alle miteinander, nicht nur die Jungen, Fridays for Future, die passen sehr emotional darauf auf. Wir haben das mit geklärtem Blick, wir Erwachsenen und Älteren. Und trotzdem ist es auch unser Auftrag, hier zusammen mit der Jugend diese Erde zu bewahren. Wir befinden uns hier auf dem Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim in einer herrlichen Umgebung, reine Natur auf 70 Hektar. Ich kann Sie nur auffordern, kommen Sie zum Golfspielen, gehen Sie mit offenen Augen durch die Natur und lieben Sie alles das, was Sie hier sehen können und erleben können. Sie werden bewundert und begeistert sein. Ihr Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim.